Ari erhält 37 Erfahrung. So, ich muss mal schnell mal was zu mir nehmen, würde ich mal behaupten. Und ich müsste jetzt irgendwann mal ein Telefon finden, weil ich müsste mal speichern. Kommt ihr zwei, kommt her! Coming! Ich mach's! Scheiße, wenn ich am Ende ein Endgegner ist, ich hab was aufheben, so nicht schlimm. Nee, egal. Ja. Pipi. Vielleicht dürfte. Vielleicht macht du 74 sehr gut. Vielleicht macht ihr den Hustensaft. Vielleicht macht ihr den Hustensaft. Macht der Hustensaft etwa das, was ich steck? Muss denn der? Ach ja. Nutzen. Harry trank Hustensaft. Es hat keinen Effekt auf Harry. Okay, es hatte keinen Effekt, das ist nur die Stufe. Was regeneriert eigentlich unsere PP? Nichts oder was? Find ich hier ungeheuer traurig, weißt du? Ja, kommt mit zwei her. Das aus, guck mal hier. Wie sieht das aus? Das ist doch Ach, guck mal, wie das aussieht. Hier ja, das komische bunte Vieh und dann davon das komische schleimische etwas. Ja, zum Schluss. Okay, Baby, okay, okay. Wir machen gleich noch die Damage hier. Naja. Wie? Geht das wieder los? Gut. Naja, du kannst dich ja heilen, dich haben wir nicht mal angegriffen. Wollte ich mal so. Ja. Oh, jetzt fickt die Wand an, echt. So. Sehr gut. So, bin ich mal gespannt. Okay. Es sieht ganz gut aus, Freunde. Es sieht ganz gut aus. Für uns. Falls wir dieses Vieh hier wegkriegen, haben wir richtig gute Erfahrung. Falls wir es wegkriegen, dann will ich das mal daneben hauen. Ich hau so lange Löcher in die Luft, bis du eine Lungenentzündung stirbst. Sag mal. Okay. Und das müsste jetzt eigentlich tierisch Erfahrungspunkte geben. Müsste 138. Meine Fresse, da krieg ich doch gleich einen Schneepolermann. Das ist ja unglaublich. Da kriegt man lässt ein Geschenk. Und in diesem Geschenk liegt Keks. Keks kannst du auch mal im Arsch schieben, Mann. Arschgesicht. Du bist und bleibst für mich das Arschgesicht. Und damit traust du dich ans Tageslicht. Das bin ich hier. Cool. Schmetterling! Oh, bist du schmetterlingisch? Nimm mich hart! Der magische Schmetterling, Harry entspannt. So, ich habe einen Schmetterling auf den Kopf. Ich habe den Schmetterling nicht gesehen. Ich konfrontiere Schwarze Ameise mit guten Argumenten. Und wieso bist du hier? Okay, sie hat kein Argument zurück, deswegen müssen wir sie hauen. Schon mal was zu übernehmen. Naja, die kriegen wir noch weg. Ja, die kriegen wir schon noch weg. Sag ich doch. Sag ich doch, sag ich doch. 37. Oh mein Gott. Ich bin so erregt. Okay, wir prüfen. Darin findest du Hamburger, aber er hat bereits zu viele Dinge, das geht mir noch offen. So, was haben wir denn? Ja, ich esse einen Hamburger und bin wieder voll da. Halt, ich möchte ihn trotzdem gerne mitnehmen.
Was können wir denn weghauen? Melodiestein bestimmt nicht. Den Hustensaft. Hustensaft hat uns doch eigentlich. Können wir den irgendwie entsorgen? Ablegen. Du hast den Hustensaft weggeschmissen, du blöde Sau. Ja, den möchte ich gern mitnehmen. So, sehr schön. Na, dann gehen wir also weg, du Stein. So, der Steinstork hier. Ups. Nicht gesehen, kam wieder von hinten. Wenn es von hinten kommt, sieht man es meistens nicht. Nicht wahr? Meine liebe gute Ex-Frau. Okay. So, wir greifen mal an. Okay, das ging ja flotti flott. Das gefällt mir so. So könnte es immer sein. 37 Erfahrungen, da geht man lässt ein Geschenk. In diesem Geschenk liegt Keks. Aber Harry kann kein Zeug mehr tragen. Oh mein Gott, was möchtest du wegwerfen? Was möchtest du wegwerfen? Nichts. Dann willst du den Keks einfach liegen lassen? Ja. Harry, wirf halt den Keks weg. Okay. Oh, hier haben wir kein Level. Upsa, von hinten gibt's kein Kindergeld. Ja, mach deinen Überraschungsangriff. Ach, das Spiel ist so geil. Schuss. Es ist so simpel, aber so geil, dass es einfach richtig Spaß macht. Meine Sache, Freunde, wenn ihr ein Emulator habt, holt euch dieses Spiel und spielt es. Das macht wirklich richtig viel Spaß. Und man kann sich wenigstens austauschen. Wenigstens kann man sich austauschen, wenigstens das! Gottverdammt nochmal! Ja, Gottverdammt nochmal! So, 37 Erfahrungen. Okay, wir klettern mal rauf. Ich tue an meine langen Leine rubbeln. Und ja, Du bist endlich hier. Dies ist das erste, dein Heiligtum. Aber es gehört jetzt mir, das ist mein Schatz. Nimm es mir ab, wenn du kannst. Oha. Wieder bist du, die Tonameise im Konsorten. Ach. Du Elendigkeit. Okay, ich würde mal sagen, wir machen den ersten Eingriff mit Psi, mit Zocken. Tonnerweise ist jetzt ein Weißangriff ein. Smash! 60? Okay, ich bin tot. Ich glaube, ich sollte hier noch nicht sein, oder? Okay, jetzt sind wir aber draußen. Und da würde ich mal sagen, ihr beendet jetzt immer die Aufnahme. Ich bin schon wieder gute 2 Stunden auf hier. Oh ja. Hier nehme ich schon wieder gute 2 Stunden auf und dann würde ich mal sagen, kümmern wir uns um diese Titanameise. Dann das nächste Mal. Ich hoffe mal, wir haben nichts verloren. Okay, in der Beziehung ist es ja fair. Man hat am Ende noch alles. Finde ich cool. Finde ich richtig cool. Okay, liebe Freunde. Dann. Dadurch sagen wir sprechen immer ganz schnell, machen den Papa. Hallo Papa, ja, du hast doch noch 54 Minuten gewesen, ja, das finde ich ganz toll von dir. Wenn mein Vater mir so viel überweisen würde, jede Woche, jeden Tag, dann wäre ich sehr, sehr glücklich. Speichern, ja. Ja, dann geh doch wieder ins Bett und verpflichte dich unter deiner verschissenen Decke. Was? Zu diesem Punk gespeichert? Das ist ein Punkt. Freunde, da steht Punk mit Punk. Punkt stehen, nicht Punk. Okay, wenn ihr seht, schaut es euch an. Okay, liebe Freunde, dann danke ich euch fürs Zuschauen und ich werde die Aufnahme beenden. Wir haben es auch schon wieder 10:30. Morgen früh bei Zeiten ist die Nacht vorbei. Und dann sage ich mal, ich danke euch fürs Zuschauen und bis später. Ich hoffe, es macht euch genauso viel Spaß wie mir. Okay, dann danke ich euch fürs Zuschauen und bis später, Freunde. Ciao. Hallo, liebe Freunde, da bin ich wieder bei Earthbound. Wir haben noch den Psycho-Hund, hat noch was zu sagen, reden. Wuff, 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 wuff. Ich bin Wuffini, der Hund. Ich bin vom Geist eines Entwicklers besessen. Wuff, ja, von Hans Meyer aus Ingolstadt. Siehst du das Fenster mit den LP und BB und der Bildschirm? Wenn du im Laden Ausrüstung findest, wird dieses Fenster blinken. Wir mal bleiben.
oder schwarz werden. Wenn du etwas ausrüstest, kannst du es besser. Ist alles deine eigene Sache, blinkt das Fenster. Wenn es gleich stark oder schwächer ist, bleibt es nun wohl. Kannst du es nicht ausrüsten, wird schwarz. Ich denke, du solltest wissen, du solltest das. Es ist Zeit, für einen Maler zu werden. Okay. Reden. Hallo, wie kann ich helfen? Kaufen. Was kann ich dir antun? Hustensaft. Oh, ich hab nur 14. Wie soll ich nur 14? Du musst wahrscheinlich Geld an den Mut. Wie viel sprichst du? Geld an den Mut. Willkommen bei Geldautomaten. Bitte wieder deine Transaktion. Abheben. Dein Konto beträgt 391. Bitte den Betrag auswählen. 200. Von deinem Konto werden 200 abgehoben. Bitte Geld entnehmen. Danke. Reten. Hi! Hä? Wie geht's? Kommen Sie herein? Ha, komm rein, hier was beschissen wie dem Mann. Ha, was kann ich heute für dich tun? Kann ich Ihnen behilflich sein? So, riesiger Schläger, Siemer Eisen. Jojo Hammer, Siemer Eisen klingt. Billig Armband haben wir. Kauf uns meine Siemer Eisen. Oh mein Gottness! Ich glaube nicht, dass du mehr Sachen tragen, als du es derzeit tust. Ja, weißt du, ich könnte die Sachen kaufen, die du vielleicht nicht mehr brauchst. Jo. Was willst du verkaufen? Kreditkarte schon mal nicht. Billig Armband auch nicht. Hamburger Pommes. Pommes. Komm, sag mal den Keks. Ich kaufe es für 3. Willst du es verkaufen? Jo. Danke, Kumpel. Brauchst du so doch etwas? Ja. Was kann ich denn dir antun? Kaufen. Kann ich dir wirklich sein? Ja, ich möchte gerne dieses Siemer Eisen kaufen. Willst du es irgendwie equipen? Ja. Harry's Offense Change. Crime 23 to 25. Ich kann Jojo für 14 kaufen. Ja. Danke, Kumpel. Hast du jetzt noch etwas? Nö. Danke, Kumpel. So. Okay, wir schauen mal halt. Wir schauen mal schnell die Ausrüstung. Siemer Eisen, deine Rüstung. Wir brauchen mal eine Rüstung. Wir bräuchten mal eine Rüstung und dann werden wir jetzt mal losschießen und eine Rüstung kaufen. So Bürgerbude brauchen wir nicht. Bäh. Hooray! Wir haben das Spiel verlassen. Jetzt kann ich hinein. Dann darf ich mit dem Geld noch zu spielen. Hast du Pech? So gut, wir haben drei besiegt. Der Psycho-Hund steht auch wieder hier. Also mit durch Psycho. Dann geht doch mal ins Rathaus. So. Ich will zum Bürgermeister. Zum Bürgermeister dieser Stadt. Lasst mich durch, ich bin wichtig. Reden. Hi, wie auch immer. Ich bin wieder mal beschäftigt, also habe ich jetzt keine Zeit für dich, kleinen Knurren. Während deine Wahlen könntest du eine Rede auf den Bürgermeister halten. Wohl kaum, ich hasse ihn. Reden. Vielen Dank für deine Hilfe. Ja, nichts zu danken. So, jetzt haben wir das immer Eisen. Wir bräuchten noch meine Rüstung. Aber wo kriegen wir... Ach, ich verdrück mich schon mal. Aber wo bekommen wir nun eine Rüstung her? Ich bin voll der Rüstungsheld. Beide gut. Oh, das ist ein toller Spruch. Der Supermarkt ist im Osten. Osten ist gegenüber vom Westen. Was? Wirklich? Ja, ganz was Neues für mich. Ich will hier mal kurz was tun. Ja, das war eine Flasche Wasser, die ich gerade aufgemacht habe. So, Supermarkt haben wir, Bürger haben wir. Bäh. Was für ein süßer gelber Rucksack! Okay. Prüfen. Ohne Bücherei. Lest mehr Bücher.
Ja, wir lesen mal mehr Bücher. Wir gehen mal in die Bücherei. Vielleicht haben wir hier noch irgendwas, was wir tun können. Hallo, Mädel. Hi. Du musst die Karte doch nicht zurückgeben. Die Rückgabefrist endet 2050. Ja, das ist ja noch 30 Jahre hin. Was ist das für ein böser Typ? Ich lerne für den Test morgen. Darf ich dich peitschen? Das Thema sind Spiele. Hotelregel. Schläfst du in einem Hotel, machst du mit voll LP und PP auf. Wiederbelebungsregel. Wirst du wiederbelebt, erhältst du volle LP, aber null PP. Ich wette, das kommt im Test vor. Aha. Hä? Lass mich in Ruhe. Okay. Dann geh ich mal raus. Oh mein Gott, Jason Voorhees. Töten, töten, töten. Ein Mann weniger wurde. Es ist sinnlos, jetzt mit ihm zu reden. Am Riesenfuß liegt ein Monster, das den Ort vor der Außenwelt verteidigt. Niemand weiß, wann das Monster den Riesenfuß für sich beansprucht hat. Ob es wohl stärker ist als meine Frau? Ja, es hat mich schon dahin gemuschelt. Seit Kopfzeit spüre ich die Ermessenheit von Ufos über der Stadt. Oder träume ich nur? Ich lasse ein Buch mit dem Titel Unsere angenehme Gesellschaft. Darin steht, dass unsere moderne Gesellschaft verlangt, dass in jedem Hotel und jedem Supermarkt ein Geldautomat stehen muss. Allein das zu wissen ist angenehm. Ich bin froh, dass dieses Buch gelesen zu haben. Ich kann nicht glauben, dass ich ohne dieses Wissen leben musste. Ich muss prüfen, ob wir in unserem Supermarkt auch ein Geldautomat haben. Ja, haben wir, wenn das... Ich lasse ein Buch namens Unsere Gesellschaft ist angenehm. Darin stand, dass jedes Hotel, jeder so weit ein Telefon besitzt. Ich habe auch gelernt, dass grüne Telefon einen ganzen Euro kosten, während die schwarzen umsonst sind. Wenn man das nicht weiß, dann könnte man sämtliches Geld durch Telefonate verlieren. Ich bin froh, dieses Buch gelesen zu haben. Okay, wir brauchen also schwarze Telefone. Was? Lass mich lesen. Ja, dann lies. Gut, gehen wir mal auf und schauen mal, was da so los ist. Was wird hier wohl los sein? Wir gehen mal rein. Oh, noch mehr Leute. Ich kann nicht glauben, ihn gesehen zu haben. Ich schaute aus dem Fenster und da war er und flatterte vorbei. Ich habe ihn bisher nur in Lexikas gesehen. Was ich war? Ein magischer Schmetterling. Wenn du dich einem näherst, fliegen alle deine Sorgen davon. Wie ein flatternder Schmetterling. Yep, yep. Das ist der Effekt des magischen Schmetterlings. Das weißt du's. Ich rede so gerne über ihn. Ups. Entschuldige meinen Ausbruch. Ich vergesse alles um mich herum, wenn es um Thema Schmetterlinge geht. Hey Pfeiffer, ich untersuche den Riesenfuß. Er liegt dort westlich von Ulland. Ich höre, er besitzt spezielle Kräfte. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch einfach mal einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr möchtet, dürft ihr mich auch gern abonnieren. KP Let's Play sagt Dankeschön.